Herzlich willkommen auf dem neuen Blog der Staatsoper. Wir haben diese Seite für Sie eingerichtet, damit wir Sie umfassender über uns, das Haus und die Produktionen informieren können, um Diskussionen anzuregen in der Hoffnung, dass Sie auch rege daran teilnehmen. Heute haben die Proben hier zu Berlioz Les Troyens und Michael Wertmüllers Weine nicht singe wieder angefangen. Nach der Theaternacht stellen wir Ihnen am 13. und 14. September Kent Naganos neues Projekt, die Philharmonische Akademie St. Michaelis, mit zwei Konzerten vor. Dann vom 18. bis zum 20. September die große Operneröffnung. Wer für Les Troyens keine Karten hat, kann sich Michael Thalheimers Inszenierung am Jungfernstieg auf Großleinwand im Rahmen des Binnen-Alsters-Filmfests umsonst anschauen. Beginn 20.30 Uhr. Es würde mich besonders freuen, wenn sich möglichst viele Hamburgerinnen und Hamburger diese Eröffnungspremiere anschauen können. Oper für alle, sozusagen. Oper ist für mich eine eminent politische Kunstform. Nicht nur, weil Mozart oder Verdi in ihren Stoffen aktuell und engagiert waren. Die Geschichten, die wir auf der Bühne erzählen, handeln unter anderem von Gewalt, Krieg, Vertreibung, Flucht. Es sind menschliche Tragödien, die leider nach wie vor sehr aktuell sind. So haben wir in diesem Haus, an dem Menschen aus über 30 Nationen und aus den 5 Erdkontinenten zusammenarbeiten, gemeinsam kreieren, etwas schaffen, absolut kein Verständnis für jegliche Form von Fremdenhass oder Ausländerfeindlichkeit. Und wir unterstützen jede Initiative, die für das aktuelle Flüchtlingsproblem, eine der größten menschlichen Tragödien und Herausforderungen der letzten Jahrzehnten, zu einer zivilisierten und menschenwürdigen Lösung führt. Ich freue mich, nachdem ich Ihnen nun auf diesem Blog begegnet bin, Ihnen persönlich zu begegnen. In der Staatsoper, der Stabile oder der Leihsaler. Wir sind übrigens auch auf Twitter, Instagram und Facebook zu finden und laden Sie herzlich zum Dialog an.